So, ja, da sind wir jetzt hier, nachdem eben gerade irgendwer das Mikrofon nicht aufgenommen hat. Was mache ich denn hier? Ich gehe mal nicht an diese Kiste. Ich gehe mal weiter runter und werde dort etwas holen, was wir brauchen auf jeden Fall. So, einmal hier lang. Und dann einmal hier um die Ecke und dann gehe ich an. Nein, hier nicht. Hier, ich hole mir ein paar Kekse. Und vielleicht weiß es der ein oder andere schon, was ich vorhabe. Ich gehe nämlich jetzt wohin und werde etwas suchen. Und dann hoffentlich auch finden. Das ist so die Voraussetzung. So, einmal wieder hoch. Ich sollte vielleicht mal eine gescheite Nahrungsquelle auch noch in die Hand nehmen. Irgendwas, was ich essen kann, wenn ich die Kekse, weil die Kekse, die heilen ja praktisch nichts. Obwohl ich glaube, ich bin eh auf Peaceful, insofern ist das auch egal. Aber ja. Kodierung kriege ich mal wieder ein. Hallo? Er geht doch. So. Dann einmal hier raus und dann durch die Türe. Ach ja, hier hatten wir immer noch das Ding. Und dann gehen wir hier lang. Und was ich dort machen werde, das werdet ihr dann erfahren, wenn ich dort ankomme, wo ich hin will. Was ich momentan noch nicht bin. Also, wo ich noch nicht angekommen bin. Und die Kodierung will mich schon wieder, mag mich schon wieder nicht. Was hat die immer gegen mich? So. Ja, dann geht es einmal hier geradeaus. Und dort hinten, gut, ich kann jetzt gar nicht zoomen. Ich bin das so gewohnt, dass ich zoomen kann. Aber dort hinten ist es, was ich finden wollte. Also was ich wusste, was dort ist, wo ich hin wollte. Nicht, was ich finden wollte. Ich wusste ja schon, dass es da ist. Aber das, was ich finden will, das ist dort. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich, also es sollte dort zu finden sein, aller Voraussicht nach. Ja, habe ich es tatsächlich geschafft, die Liane auszunutzen, so wie ich das wollte. Und so habe ich es geschafft, dort hinaufzuklettern. So, dann geht es jetzt hier in den Dschungel. Und dort werden wir etwas suchen. Was wir vielleicht finden werden, ich weiß es ja nicht. Das ist es nicht. Ich wollte keinen Huhn finden. Aber ich nehme das Ei mal mit. Was das gedroppt hat, weil vielleicht braucht man ja ein Ei. Ja, hier im Dschungel sind wir ja als die Wildniserkunderer. Erkunderer, was habe ich hier? Die Wildnisforscher auf ihrer Reise. Für eine Doku aus irgendeinem Dokusender über das Wildleben des Dschungels. Ja. Warum ist das nicht so ein Mini-Dschungel auch? Das ist nicht besonders weiterführend. Haben wir nicht hier irgendwo noch einen größeren Dschungel in der Gegend mal? Weil hier wird man, glaube ich, nicht finden können. Dann gehe ich einfach mal weiter und gucke, ob ich einen größeren Dschungel finde als diesen hier. Au. So. Einmal hier durchs Gestrüpp. Und wenn ich dort an einer weiteren Kante vorbei bin, die hier alle 5 Meter auftauchen, diese Kanten, dann. Hallo, lass mich mal da hoch. So, geht doch. Dann heißt es jetzt einen weiteren Dschungel suchen. Einen, der etwas größer ist. Gut,
Es gab ja noch einen weiteren Dschungel da hinten am Wüstendorf. Aber da wollen wir jetzt gerade nicht hin, weil das ist in der entgegengesetzten Richtung, das Wüstendorf. Das ist nicht gerade auf meinem Weg. Würde ich behaupten, zumindest. Also, wenn ihr das anders seht, dann müsst ihr das halt mal, teilt das ruhig mal mit. Also, hier sieht es noch nicht sehr dschungelig aus. Hier sieht es aus wie auf einer Wiese halt. Das ist jetzt nicht gerade sinnvoll, aber egal. Ja. So, ist jemand zu Hause? Hallo? Ach so, ein Priester ist hier daheim. Hallo, die Herren. Du möchtest giftiges Fleisch und sowas. Und was möchtest du? Du möchtest Wolle. Was ist denn das für ein Schäfer? Der kauft Wolle. Also, als hätte der nicht schon genug davon. Wenn nicht er, wer dann? Das ist eine Frage, die man uns wohl nicht so einfach beantworten kann. Aber nun gut, gehen wir mal weiter. Hier durch... Alter. Wo sind wir denn hier gelandet? In Holland oder was? So viel Blumen, wie man hier findet. Alter, Blumen überall. Blumen auf Sand, Blumen auf... Auf allem. Ist das normal? Das sieht doch nicht normal aus hier. Also vor allem das hier. Ich lasse hier einfach mal da stehen. Wieso wachsen hier so viele Blumen? So viele Blumen vor allem, dass die hier schon vom Sand wegploppen, weil sie nicht mehr wachsen können, weil der Nährwert des Bodens schon so total ausgenutzt ist, dass hier nichts mehr sich davon nähren kann und sowas. So setze ich den Rosenstrauch mal wieder zurück und hier dann... Also, das ist doch nicht normal, diese Blumenhorde hier. Möchte ich doch mal stark annehmen. Hier geht es doch nicht mit rechten Dingen zu. Alter. Also, ich habe dafür keine Worte. Also, was es damit auf sich hat, ich weiß es nicht. Also, diese Folge hier... Das ist die blumenlastigste Folge, die... Was ist in der Welt los? Ist das ein Bug oder sowas, dass hier so viele Blumen wachsen? Weil das ist doch wirklich nicht mehr normal. Hier ist ja alles voll mit dem Zeug. Das ist ja eine Seuche schon. Und dafür sehe ich aber auch kein hohes Gras. Oder? Ach doch, da ist, glaube ich, ein... Oder ist da... Ja, hier ist doch noch ein bisschen hohes Gras. Ich dachte schon, das ist so ein Bug, dass irgendwie kein hohes Gras mehr wächst und stattdessen nur noch Blumen. Aber trotzdem, das ist nicht normal, dass so viel Blumen wachsen. Also, ich habe das, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Wenn ihr sowas schon gesehen habt, dann schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Au. Ja, aber das hier ist doch schon wieder normaler. So soll das aussehen. Vereinzelt Blumen, aber doch nicht überall. Also ist das irgendwie so ein Biom, was ich nicht kenne, das Blumen verseucht ist? Irgendwie. Ich weiß es ja nicht, also. Vielleicht kennt ihr euch ja besser aus. Ja. Schwein. Und Schwein und noch ein Schwein dahinter. Aber das ist mir jetzt mal egal. Ich wollte keine Schweine suchen. Was ich suchen wollte, das weiß ich nicht, ob das irgendjemand schon erraten hat oder nicht. Ob ich jetzt eigentlich die... Ach, da habe ich die anderen Kekse hingelegt. Für den Fall, dass man sie nochmal brauchen sollte. So, einfach mal hier durchs Geäst geklettert. Hier in diesem Tannenwald. Der Tannenwald, das ist ja alles. Also, kann ich doch gerade mal Sprache. Kann ich doch mal eben auf hier Plattdütz könnte ich es stellen, wenn ich es wollte. Nein, ich wollte es stellen auf
Was ist denn Davi Samgyeola? Das ist gar nicht so leicht, so eine Sprache zu finden, wenn hier alle kreuz und quer hier eingeordnet sind. Gulsch, stellen wir es da drauf. Aus Kernwehr, Kerne weg. Aus Kern. Latein haben. Und Lux wollen wir es auch nicht. Genauso wenig wie Lolcat aus dem Kingdom of Cats. Fisch. So, da sind wir jetzt auf Gosh. Hier in das Spiel. Ja. Aber Dschungel haben wir immer noch nicht gefunden. Also das ist ja jetzt keine so tolle Sache. Das geht so nicht. Hier haben wir so einen Misch mit Tannenwald gemischt mit einem Mischwald. Irgendwie so eine ganz merkwürdige Kreuzung. Ja. So, dann geht es hier mal weiter. Dann durch den See hindurch. Wer weiß, was wir hier so finden auf unserer Reise. Am Ende laufen wir plötzlich in so eine Festung rein. Also so eine Waldvilla, ne? Wisst ihr Bescheid. Die wir dann durch puren Zufall entdecken, vor allem wenn man das so vergleicht mit dem Minecraft-Let's Play von DK, wo wir ja wirklich kilometerweit rennen mussten, um überhaupt mal so ein Ding zu finden. Da werden wir das hier natürlich direkt um die Ecke haben. In einer Welt, die vor 5 Jahren oder 6 Jahren entstand. Ich weiß es gerade nicht von diesem Punkt. Ich weiß nicht, wann kam die erste Folge raus? Das ist schon ein Weilchen her. Aber nun gut, dann wollen wir mal weiter. Und hoffentlich finden wir irgendwie bald mal was, weil so ist das irgendwie doch. Ah, ja. Hier durch den Sumpf. Am Ende ist hier noch ein Hexenhaus in der Gegend. Das dabei ja überhaupt keine Bedeutung mehr hat, weil Hexen ja sowieso an jeder Ecke spawnen. So, einmal hier lang. Und dann sind wir auch schon durch den Sumpf. Das war jetzt kurz und schmerzlos. So. Höhle, ja, oder ein Höhlendurchgang ist es ja eigentlich nur. Ich weiß nicht, ob da eine Höhle ist. Da hinten haben wir Düsterwald, hier haben wir Pferde. Brauchen wir aber alles gerade jetzt nicht. Naja, Pferde, gut, wir haben ja Pferde, die wir als Ausgleich ercheatet haben, dafür, dass keine Dingenskirchen da, meine Pegasus, unsere Einhörner verschwunden sind. Ja. Ich meine, was will man machen? Ja. Wäre eh so ausgemacht, dass es ausgemacht vor allem. Das habe ich für uns alle entschieden, dass wir das so machen, dass Sachen aus Mods, sobald der Mod wieder drin ist, einfach wieder zurückgeschickt durch das Entfernen des Mods rauskam und wenn sie halt in Minecraft normal reinkommen, dann wird auch daraus das einfach als Ersatz dafür. Zum Beispiel ja in meinem Mod hatten wir ja erst die Kartoffeln, haben wir uns dann ercheatet wieder, weil wir hatten sie ja theoretisch. Also halt diese Kartoffeln, aber Kartoffeln. Ja, und das muss ausgeglichen werden. Wo geht's denn jetzt eigentlich lang? So, hier hinunter, da einmal hier hinauf und dann hoffentlich finde ich es bald mal. Ich muss die Folge ja auch noch irgendwann abschließen und schneiden. Oder das wären wahrscheinlich eh wieder 2 Folgen dann oder sowas und die nächste seht ihr dann in 2 Wochen nach der nächsten Folge des Leo.
Ja, aber nun gut.